Ich grüße euch aus dem ersten und damit ältesten Nationalpark Deutschlands, aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Heute bei mir zu Gast im Haus zur Wildnis, also mitten im wilden Wald, ist Sinan von Stietenkron. Er ist als Philosoph und Künstler in vielen Disziplinen unterwegs und versteht es meisterlich, über die Natur, aber auch tausenderlei andere Dinge nachzudenken. Mit Erwachsenen, gemeinsam mit Kindern, mit Jugendlichen, eigentlich mit allen Altersgruppen und allen Menschen und heute mit uns. Sinan, wer vermag die Komplexität der Natur besser zu erfassen? Ein Naturwissenschaftler oder ein Künstler und Philosoph wie du? Ich würde auf jeden Fall immer sagen, beiden gemeinsam. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der eine einzelne Person sozusagen die Komplexität der Welt noch adäquat beschreiben kann, sondern wir brauchen immer eine Vielfalt von Sichtweisen und eine Vielfalt von Meinungen. Vielleicht war das zu Humboldts Zeiten anders. Humboldt konnte noch mit allen Wissenschaftlern der Welt mehr oder weniger in Briefkontakt sein. Versuchen Sie das mal heute in einem einzigen Teilbereich einer Wissenschaft, das ist schon nicht mehr möglich. Und dementsprechend glaube ich, dass der Austausch zwischen den Disziplinen und das gemeinsame über etwas sprechen immer die meisten Aspekte am bildlichsten zutage trägt. Ja. Wem gehört eigentlich die Natur? Das ist eine sehr spannende Frage, die ich sehr gerne mit Gruppen philosophisch behandle. Eine der ersten Antworten, die in den Gesprächen immer kommen, sind alle und dann sagt jemand oder allen oder keinem. Und die Frage ist wirklich in dieser Frage, wem gehört die Natur, was eigentlich gehören bedeutet. Bedeutet gehören, sich zugehörig fühlen, also im Sinne von Besitz verpflichtet, dass man eine Verantwortung trägt gegenüber der Natur. Da würden viele Leute wahrscheinlich sagen, mich eingeschlossen, ja, wir tragen eine feste Verantwortung gegenüber der Natur. Ich glaube, der Mensch muss eine proaktive Rolle gegenüber der Natur einnehmen. Ansonsten ist er ein Schädling, der praktisch sich am besten raushält, wie hier im Nationalpark. Da hält sich der Mensch raus und da passieren ganz tolle Sachen. Aber wenn sich der Mensch schon einmischt, und das macht er ja überall auf der Welt durch Rohstoffabbau, aber auch in der Landwirtschaft und muss sich auch einmischen, dann muss er eine verantwortungsbewusste Rolle übernehmen und dann muss man dieses, wem gehört die Natur, auch so verstehen, dass in dem Gehören ein Zugehörigsein drinsteckt. Im Nationalpark Bayerischer Wald darf die Natur einfach nur Natur sein. Und trotzdem ist diese Koexistenz zwischen Mensch und Wildnis nicht immer ganz einfach. Warum ist es so schwer, die Natur einfach nur zu beobachten und nicht immer das Bedürfnis zu haben, eingreifen zu müssen? Ich glaube, jetzt in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, stehen wir vor einer ganz großen philosophischen Herausforderung, nämlich wir stecken mitten in einer Identitätskrise des Menschseins. Also wir wissen nicht mehr, was der Mensch eigentlich sein sollte im Kontext der Welt. Und ich glaube, die beiden am weitesten verbreiteten Modelle sind zum einen Herrscher über die Natur, also der Kontrolleur, der entscheidet, wie was zu sein hat. Und auf der anderen Seite aber ein Schädling, Parasit. Also wir sind im Prinzip der Krebs der Welt. Und ich glaube, mit beiden kann man sich nicht mehr wirklich identifizieren, weil der Mensch hat im Anthropozän zwar gezeigt, dass er technisch die Fähigkeit hat, Herrscher über die Natur zu sein, aber er hat weder die Weisheit und die moralische Kompetenz, das so verantwortungsbewusst zu tun, dass die Welt davon auch profitiert. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich, kein Mensch möchte Schädling sein, kein Mensch möchte, denke ich mir hier im Nationalpark, ich bin unglaublich dankbar, dass hier dieses Konzept Natur sein lassen so stark betont wird und dass hier so ein großer Schwerpunkt auf Prozessschutz gelegt wird. Aber gleichzeitig, wenn ich mir das für ganz Deutschland vorstelle, dann würde das ja eigentlich bedeuten, wir Menschen müssen irgendwo abwandern. Also wir brauchen letztlich ein drittes Modell.
Und dieses dritte Modell muss klären, welche Rolle wir als Menschen auf diesem Planeten haben. Und sich rauszunehmen aus der Natur ist sicher ein ganz wichtiger Teil von diesem Modell, aber nur ein Teil. Und der andere Teil ist, was tun wir, wenn wir eingreifen? Und auch hier im Nationalpark wird ja nicht sich komplett rausgezogen, sondern es gibt ja wissenschaftliche Eingriffe in die Natur, die auch einen ganz sinnvollen Hintergrund haben. Aber auf der anderen Seite ist der Mensch, glaube ich, noch in der Tradition von diesem Herrscher, der kontrollieren möchte, der entscheiden möchte. Und das sehen wir in der Erziehung der Kinder genauso, dass wir gerne Dinge kontrollieren möchten, weil wir Angst haben, dass es nicht läuft, wenn wir nicht drauf gucken. Und dass es dann aber eben doch läuft, sieht man hier im Nationalpark sehr gut. Du vermittelst das Philosophieren als Kulturtechnik sowohl mit Erwachsenen, mit Kindern, mit Jugendlichen, eigentlich mit allen Altersgruppen. Mit welchem Ziel eigentlich und welchem Ergebnis? Ja, es ist immer so, das ist interessant, wenn man nach dem Ziel und dem Ergebnis fragt, dann ist man schon sofort wieder in dieser utilitaristischen Denkweise, die unsere Gesellschaft so prägt. Alles muss irgendeinen Nutzen haben und alles muss irgendeine Funktion haben und einem Ziel folgen. Genauso wie die Natur oder wie die Kunst hat das Philosophieren erstmal auch einen Selbstzweck. Und das ist einfach schön, das macht total Spaß. Es bringt einer Gemeinschaft ein gutes Gefühl. Und ich habe noch keine Gruppe erlebt, die gemeinsam philosophiert hat und gesagt hat, das ist doof, das will ich nicht nochmal machen. Also so der erste Punkt ist, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wir machen das gerne und wir machen das gemeinsam gerne. Und der zweite Teil ist, dass man dann sagt, darüber hinaus kann man schon sagen, dass das Philosophieren eine ganz wichtige Funktion hat. Und diese Funktion, ich glaube, lässt sich am einfachsten beschreiben mit Verdauen. Also wir verdauen Erfahrungen und wir verdauen Wissen. Wenn wir zum Beispiel den Kontext der Nachhaltigkeit anschauen, dann ist das Wissen unglaublich erdrückend, erschreckend und generiert eigentlich Panik oder Schockstarre. Und das ist so ein bisschen wie wenn man einen zu großen Bissen abgebissen hat und einem richtig schwer im Magen liegt, dann muss man den erstmal verdauen. Und das kann das Philosophieren leisten. Das Gleiche bei Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel hier draußen gesehen, also ich war ja schon oft hier, aber sagen wir mal, ich habe eine Gruppe hier, die sieht, wie ein eigentlich nomadisch lebendes Tier in einem Gehege ist. Und dann denke ich mir natürlich, wie geht das zusammen? Da müsste man vielleicht mal über Freiheit sprechen. Und dann reden wir darüber, über die Bedürfnisse des Menschen, dass man nur das schützt, was man kennt. Und wenn man den Luchs und den Wolf aber nie gesehen hat, dann kann man vielleicht auch keinen Bezug dazu aufbauen und so weiter. Das heißt, unsere Erfahrungen und unser Wissen generieren das Bedürfnis zu reflektieren und sich eine Meinung zu bilden, zu verdauen und eine eigene Position zu gestalten. Und dieser Raum, das ist das Philosophieren, in dem man gemeinsam über wertvolle und wichtige und sinnvolle und wesenhafte Fragen nachdenkt. Noch stecken wir mitten in der Pandemie, die unser Verhältnis zur Natur unbestritten verändert hat. Wie können diese Veränderungen die Postpandemiezeit bereichern? Ja, also das ist ja ganz spannend. Wir haben gerade hier in Deutschland haben wir ein sehr, sehr romantisch geprägtes Bild von Natur. Die Natur als so ein, soll ich sagen, idyllischer Erholungsraum, in dem man irgendwie geht, um sich zu entspannen. Und das ist so eine Funktion, die die Natur auch während der Pandemie ganz stark erfüllt hat, gerade auch, weil die ganzen Kulturangebote nicht mehr verfügbar waren. Aber auf der anderen Seite eben muss man ganz ehrlich sagen, dass zu einer gesunden Beziehung zwischen Mensch und Natur gehört auch ein gutes und großes Maß an Demut und Ehrfurcht. Und ich glaube auch, das hat uns die Pandemie gezeigt, dass auch ein ganz, ganz kleines Ding, ein unglaublich kleines Element, so wie der sprichwörtliche Spreißel oder der Dorn im Fuß des Löwen, dazu führen kann, dass alles plötzlich nicht mehr funktioniert. Und diese Demut vor dem Kleinen, die Demut vor der Natur, ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Das wird leider durch die immer stärker werdenden Klimaschwankungen oder Wetterschwankungen im Rahmen des Klimawandels wahrscheinlich auch so passieren, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir kleiner sind als dieses globale System und dass, wenn wir nicht nach den Regeln des Systems spielen,
dann gibt es uns auch irgendwann nicht mehr. Also wir stehen nicht über dem System, sondern wir sind im System verankert. Und diese Demut, ich glaube, die hat die Pandemie doch schon sehr stark befeuert. Und in dieser Demut, in dieser Ehrfurcht, da steckt auch eine unglaubliche Schönheit. Und ich hoffe, dass die Menschen das auch so sehen. Auch wenn ich natürlich die ganzen Leidensgeschichten nicht verharmlosen möchte, die dahinter stecken. Sinan, vielen Dank für diese Gedanken. 5 Fragen, eine Baumlänge Abstand. Das war die letzte Folge unserer Sendereihe aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Im Übrigen lässt sich mit Demut und Sinn für Schönheit dieser wilde Wald ganz gut erleben. Auf Wiedersehen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald.